Ja, heute sind wir am Illbergspitz und ich habe einen Gast bei mir, den ich vor vielen Jahren, wir haben gerade überlegt, ob das 2006, 2007 ungefähr war, dass wir uns kennengelernt haben, damals in einem anderen Kontext, in einem anderen Bereich, aber so ist es ja im Leben. Es geht ja viel um das Thema Veränderung. Vielleicht erstmal so kurz zu mir. Bin jetzt 48. Verheiratet, zwei Kinder, da super happy. Und ich habe jetzt eben gerade noch mal reflektiert, seit bald einem Vierteljahrhundert in der Versicherungsbranche. Hört sich unheimlich lang an. Und dann sind eben irgendwann bestimmte Dinge passiert. Also ich war und bin auch da sehr, sehr erfolgreich im Vertrieb, habe mit meinen Mitarbeitern die Zuständigkeit gehabt für ca. 5000 Vertriebspartner und war immer einer bundesweit der erfolgreichsten. Und wie es dann immer so ist im Leben, dann passieren irgendwelche Dinge. Bei mir ging das Ganze 2014 los, von einem Tag auf den anderen. Ich habe plötzlich hinten im Rücken einen brutal stechenden Schmerz gespürt und wusste auch schon, was es ist, weil es war der dritte Bandscheibenvorfall. Okay. Und dann kam Operation, alles, was man nicht braucht. Und das hat auch was bei mir ausgelöst. Und danach bin ich irgendwie in ein Loch gefallen. Mir ging es mental schlecht. Da gab es einige andere Dinge, die auch noch passiert sind. Und das alles hat mit mir auch was gemacht. Und ich wusste in dem Moment nicht, wie ich da wieder rauskomme. Habe mir dann Hilfe geholt. Bin zu einem gegangen, der traditionelle chinesische Medizin macht. Der in China im Kloster war, in China TCM, also traditionelle chinesische Medizin, studiert hat und mit Akupunktur und allen möglichen Dingen und vor allem auch mit Meditation haben wir es dann geschafft, dass mir also im Laufe 2015 wieder immer besser und auch richtig gut ging. Dann kam aber gleich der nächste Hammer. Es gab Umstrukturierungen in der Arbeit. Alle Außenstellen wurden geschlossen und ja, meine Aufgabe war dann 6 Innendienstkräfte, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon für München und Stuttgart zuständig, zu entlassen. Und alle diese Dinge haben natürlich Spuren hinterlassen. Und ich habe immer mehr in Frage gestellt, ob das, was ich da mache, ob das richtig ist, ob ich diese Entscheidungen, die da getroffen werden, weitertragen kann. Ich muss ja dann umsetzen, das ist ja die Erwartung an die Führungskraft. Und in 2016 gab es dann ein Inhouse-Seminar. Mit einem bekannten Speaker aus Deutschland. Und der hat bei mir in diesem Seminar tatsächlich einen kompletten Mindset-Change bewirkt. Dann war mir klar, ich möchte nicht bis 67 das weitermachen, sondern ich habe ganz andere Ziele. Das heißt also, du hast für dich festgestellt, dass die Berufung, die du dann für dich gesucht hast, ob das aktuell noch das Richtige ist, was du mit Herz machst. Ne? Genau, das ist ganz entscheidend, ja, mit Herz. Ja. Also davon bin ich überzeugt, du musst es hier spüren. Ja. Dann weißt du, dass es das Richtige ist. Und das habe ich da eben nicht mehr so gespürt. Und ich habe schon immer gerne auch anderen geholfen, weiterzukommen. Vielleicht war ich deswegen auch wie behauptet wird, eine erfolgreiche Führungskraft, weil ich eben meinen Mitarbeitern immer versucht habe, zu helfen, besser zu werden. Und das nicht durch Druck, sondern indem ich eben meine Dinge, die bei mir funktioniert haben, weitergegeben habe. Ich habe nie was für mich behalten, übrigens nicht nur bei meinen Mitarbeitern, sondern ich habe auch allen Kollegen, wenn ich eine gute Idee hatte, wenn was funktioniert hat, habe ich es immer allen zur Verfügung gestellt, weil ich gesagt habe, dann können alle davon profitieren. Und das ist das, was mir schon immer Spaß gemacht hat und auch in der Branche. Und bei mir ist es auch dieser persönliche Kontakt zu den Vertriebspartnern. Ich glaube, sonst würden wir jetzt heute hier auch nicht sitzen. Ja.
weil wir ja, ich glaube, ganz viele Jahre haben wir nicht mehr zusammengearbeitet. Mhm. Aber wir haben immer Kontakt gehalten, wenn es einmal im Jahr war, zum Geburtstag. Und das ist sowas, wo ich sage, darüber, der Kontakt mit Menschen zu arbeiten und Menschen einfach was zu geben, immer erstmal was zu geben und nicht zu fordern. Und irgendwann bekommst du auch zurück. Ich sage ja auch immer wieder, die besten Geschäfte werden auf dem Golfplatz gemacht, gerade weil es nicht ums Geschäft geht. Tatsächlich. Ja. Also auch das ist bei mir immer so gewesen. Ganz viel auf Veranstaltungen. Mhm. Ich habe da auch viele, viele Abende und Nächte natürlich verbracht. Und auch wenn viele nicht verstanden haben, warum ich zu so einer Veranstaltung gehe und dann auch teilweise mal bis um 3, 4 in der Früh dort war. Mhm. Und witzigerweise sind teilweise um 3, 4 in der Früh dann noch die größten Geschäfte abgeschlossen worden, weil man dann mit dem anderen einfach so lange im Gespräch war und man hat sich kennengelernt, man hat sich schätzen gelernt und hat es funktioniert. Diese Vertrauensbasis, die absolut, man aufbaut. Und das zeigt sich, glaube ich, auch nicht auf die Schnelle, sondern das ist eine Sache, das die wächst. Braucht. Vielleicht, man wächst rein. Zeit, ja. Es kann natürlich sein, dass man so im Gespräch merkt, oh, man ist auf einer Wellenlänge, dann geht das ein bisschen schneller. Ja. Aber manche Leute sind dann doch eher zurückhaltend und brauchen ihre Zeit, dass sie sagen, Mensch, das ist der richtige Partner für mich. Und ich finde es ja toll, dass du dann für dich erkannt hast, war ja bei mir ähnlich, sich zu hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist es noch das, was ich mit Leidenschaft mache, ansonsten auch bereit zu sein, die Dinge zu verändern. Ja? Ich glaube, das ganze Leben ist immer Veränderung und vor allem auch immer Wachstum. Und das Wachstum habe ich eben dann in dem Job, in der Arbeit nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich wollte mich weiter verändern, ich wollte weiter wachsen. So wie es in der Natur ist, da wächst auch alles. Jeder Baum wächst, jede Pflanze wächst und wenn sie nicht mehr wächst, stirbt sie ab. Wenn man für sich erkennt, jetzt ist der Moment gekommen und ich stand halt vor, wenn man so will, vor einer Weggabelung. Mhm. Und ich hätte jetzt den Weg weitergehen können, den ich kannte. Das war der gerade Weg, der war auch nicht steinig. Mhm. Den hätte ich einfach weitergehen können. Aber der andere Weg, und da lagen Riesenbrocken, aber der hat mich einfach angesprochen. Ja. Und ich gesagt, da will ich hin. Und da war es wieder so. Ich habe auf mein Herz gehört und gesagt, da gehst du hin. Du bist ja, glaube ich, auch gerne in den Bergen unterwegs. Und ich vergleiche das ja auch immer mit so Wegen. Du hast die Möglichkeit, einen Forstweg zu gehen. Oder du gehst vielleicht einen den man ein bisschen spannender findet. Genau. Und das ist ja so diesen Reiz. Und das ist ja das Tolle am Leben, dass man einfach so die Dinge ausprobieren kann und neue Wege finden kann und auch neue Perspektiven sich sucht. Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig. So ist es ja übrigens auch bei Unternehmen, gerade jetzt in der Zeit, wo es ein bisschen schwieriger ist bei dem einen oder anderen. Auf der anderen Seite gibt es auch Riesenchancen, da unbedingt die Perspektiven zu hinterfragen. Bin ich auf dem richtigen Weg oder sollte ich vielleicht etwas verändern, damit ich wieder ganz anders rangehen kann. Ja. Ja, das sind genau die Unternehmen, die dann auch jetzt in der Krise tatsächlich die Erfolge haben. Ja. Ja, für die gibt es dann nicht diese Krise, weil sie innovativ sind, weil sie Ideen haben, weil sie was anderes ausprobieren. Ja. Und in der Regel funktioniert es dann auch. Dann bist du ja bei dem Speaker gewesen, wo du dann für dich festgestellt hast, du würdest auch gerne einen neuen Weg einschlagen, um Menschen zu helfen, sich auch entsprechend zu entwickeln oder ihren Weg zu finden. Genau, es hat mit mir so viel gemacht, dass ich gesagt habe, Wahnsinn, wie ich mich positiv verändert habe, was auch mein Umfeld mir natürlich mitgeteilt hat. Und habe ich gesagt, und das möchte ich auch noch mehr anderen mitgeben, was ich schon in dem kleinen Kreis bei den Mitarbeitern und in dem großen Kreis auch bei Vertriebspartnern, auch da habe ich ja immer, sage ich mal, über den Tellerrand rausgeschaut und Tipps gegeben, links und rechts, was man noch machen kann. Wie gesagt, möchte ich jetzt aber in einer anderen Richtung machen. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe, ja, ich bin immer jemand, der sagt, ich möchte, wenn ich Wissen weitergebe, dann muss das Wissen auch fundiert da sein. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geschaut, Mensch, was haben denn alle diese erfolgreichen Trainer, Speaker, Coaches gemeinsam? Mhm. Und da war ein Ding, was mir aufgefallen ist, die haben alle eine NLP-Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe ich mit dem NLP Practitioner, NLP Master, dann habe ich eine Coach-Ausbildung gemacht, Professional Coach-Ausbildung, Hypnose-Coach-Ausbildung. Mhm. Und der entscheidende Moment war, weiß ich noch ganz genau, wo wirklich die Entscheidung gefallen ist, ja, das ist es, jetzt ziehe ich es komplett durch, war im Sommer letzten Jahres, als ich dem Sohn von Freunden geholfen habe, seine Flugangst loszuwerden. Mhm. Wir waren auch wandern,
waren auf einer Hütte und da kam das Gespräch auf diese ganzen Ausbildungen. Und dann war die Frage von seinen Eltern, ja Mensch, wenn du das da alles gemacht hast und Hypnose und was du da alles kannst, hast du eine Chance, ihm seine Flugangst zu nehmen? Und dann ist ja klar, können wir gerne machen. Aber er muss es wollen. Also ja, er muss es wollen und er muss zu mir kommen. Mhm. Und so war es dann. Es hat noch knapp eine Woche, eineinhalb Wochen gedauert. Mhm. Der Termin für den Flug nach Vietnam, der kam immer näher. Und die Angst wurde größer. Und dann hat er sich gemeldet. Und dann haben wir halt so geredet, hat mir erzählt, wie das so ist. Schon immer, wenn er dann mit dem Zug von München nach Frankfurt fährt, dann geht es schon los. Ungutes Gefühl, es wird immer schlimmer. Mhm. Und wenn er dann im Flugzeug sitzt und dann auf der Startbahn, ist komplett aus. Er kann den Flug nicht genießen, der kann die ganze Zeit nicht genießen. Mhm. Ja, dann haben wir in 45 Minuten, habe ich mit ihm ein bestimmtes Format an der Stelle einfach gemacht und eben gesagt, er wird jetzt nicht genau verstehen, was da passiert ist, aber er wird jetzt fliegen können, ohne Angst zu haben. Und das Highlight war für mich dann eben, eineinhalb Wochen später kam die WhatsApp direkt nach der Landung in Vietnam und er gemeint, er hat keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. Es war der geilste Flug, den er seit langem hatte und hat sich tausendmal bedankt. Und das ist viel mehr wert als jedes Geld, was du bekommst. Also ich hab und ich habe gehört, du hast mir so ein bisschen erzählt, du bist gerade am Buch schreiben oder hast es ja schon fertig geschrieben. Tatsächlich gerade fertig und geht jetzt in Druck. Darfst du mir ein bisschen verraten, um was es geht? Sehr gerne. Es geht natürlich in dem Buch auch darum, wie man seine Berufung findet. Ah ja. Ich habe ja diese, das sind ja fast 5 Jahre, die ich da für mich auch recherchiert habe und dann eben irgendwann für mich die Berufung gefunden habe. Und ich habe dann nochmal so zurückgeschaut, Mensch, was für Schritte bin ich denn da gegangen? Mhm. Wie war denn das? Und ich habe es dann einfach so aufgedröselt und habe dann festgestellt, ja, es waren eigentlich genau 8 Schritte, die ich da gegangen bin. Und diese 8 Schritte, die habe ich dann eben aufgeschrieben. Das ist die 8 Schritte Berufungsformel oder auch das Geheimnis hinter dem Berufungscode. Und ich kann also an der Stelle sagen, ich habe den Berufungscode geknackt. Und auch da ist es so, dass das Geheimnis nicht für mich behalte, sondern ich habe es immer aufgeschrieben und gebe es weiter. Und das kann also jeder nachlesen, welche 8 Schritte das sind und wie man die eben auch gehen kann. Das passt ja ganz gut mit meiner Firma Secret Speakers und dein Geheimnis des Berufungscodes. Ich habe ja in dem Buch, weil ich bin jemand, der immer gerne auch Beweise möchte. Ja. Und ich glaube, es geht vielen so. Deswegen habe ich 11 Interviews in dem Buch von Menschen, die bereits ihre Berufung leben. Und einer der bekanntesten davon dürfte sein, weil wir ja in den Bergen sind, passt das auch, ist der Thomas Huber von den Huberburm. Ja. Kennen viele Speedkletterer, viele auch aus der Milchschnitte-Werbung noch, wo er seinem Bruder die Milchschnitte nicht mitgebracht hat, sondern die Tür wieder zugemacht hat und gesagt, hier beim Balkon geht's hoch. Ja. Den habe ich interviewt, ein paar andere Unternehmer. Insgesamt sind es 11 Interviews. Beim Thomas kann ich mir vorstellen, dass er relativ viel zu sagen hatte zum Thema Berufung. Absolut. Also da war es ja auch so, das Buch war im Prinzip fertig. Ich hatte 10 Interviews geplant und die waren auch schon fertig. Mhm. Und dann habe ich den Thomas Huber kennengelernt auf einer Veranstaltung auf dem Bayerischen Outdoor Film Festival, wo er den Publikumspreis entgegengenommen hat. Und er stand auf der Bühne und es hat nicht viele Worte gebraucht und er hat mich hier berührt. Und dann bin ich nach der Veranstaltung zu ihm hin und habe von dem Buchprojekt erzählt und gesagt, also wenn jemand seine Berufung lebt, dann du und ich mache aus den 10 Interviews 11, wenn du mitmachst. Und er hat sofort gesagt, bin ich dabei und so sind es jetzt eben 11 Interviews. Ich wäre heute nicht hier ohne meine Coaches. Also auch ich habe den einen oder anderen Coach natürlich gehabt und habe jetzt immer noch einen, mit dem ich zusammenarbeite, der das ganze Buchprojekt auch begleitet hat, mit dem ich auch das Trainingsprogramm ausgearbeitet habe und ohne den wäre ich nicht hier, vor allem nicht in der Geschwindigkeit, weil ich muss ja nicht die gleichen Fehler machen, die er schon gemacht hat und er konnte dann immer wieder auch die Stellschrauben justieren, dass es eben einfach wieder weitergeht und den einen oder anderen Felsen und Felsbrocken mir auch helfen, schneller auch hier rauszubekommen. Ja. Meistens sind die ja nur da drin. Ich freue mich jetzt riesig drauf, das dann in den Händen zu halten und vor allem dieses Wissen und diesen Berufungscode, das Geheimnis hinter dem Berufungscode weitergeben zu können an möglichst viele Menschen und denen zu helfen,
weil ich davon überzeugt bin, dass nur ca. 10% der Menschen, wenn überhaupt, wirklich das Leben leben, das sie leben wollen. Hast du eine Ahnung, woran das liegt, dass viele sich nicht trauen oder es nicht leben? Zum einen natürlich, weil sie eben jetzt dieses Geheimnis hinter dem Berufungscode noch nicht kennen, aber zum Beispiel Spaß beiseite, nein, es liegt natürlich auch daran, dass wir alle Menschen sind und dass wir uns ganz gerne in der Komfortzone ausruhen. Ja. Und dass viele wirklich sich auch das nicht zutrauen. Denken, sie müssen sich begrenzen lassen, sie wurden ja auch begrenzt. Es geht nämlich damit los mit dem ersten Schritt, das ist der emotionale Check. Das heißt, du musst erstmal anfangen zu sagen, wo stehe ich heute, wo will ich hin? Und dir auch überlegen, was an meinem Leben macht mir wirklich Spaß und was will ich auf gar keinen Fall mehr machen. Dann den zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt lasse ich einfach mal Träume zu. Jetzt mache ich es mal so wie die Kinder. Ich sehe es bei meinen Kindern, was die noch für Träume haben. Wenn mir mein 9-Jähriger erzählt von seiner Villa und von seinem Lamborghini. Und ich mache es ein bisschen anders, als ich es erlebt habe. Ich sage dann eben nicht, dass das alles nur Flausen und Hirngespinste ist, sondern sage mir, klar, kannst du erreichen. Ja. Muss nur machen. Das ist so. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Dann kommt der dritte Schritt, der holt dich wieder ein bisschen zurück, weil dann, das heißt an der Stelle Widerstände analysieren. Weil wenn es jetzt so einfach wäre, wie es einem der ein oder andere Coach erzählen will, dann wärst du ja schon losgegangen und dann wärst du ja auch schon am Ziel. Jetzt gibt es aber eben äußere Widerstände. Und ja. Das sind die du auch seit Kindheit von ein oder anderen Erwachsenen hörst, die du von Lehrern hörst, die von deinem Umfeld hörst. Das kannst du nicht, das geht nicht. Du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist ein Mann, du bist eine Frau. Ja. Also alles, was du da hörst. Und das macht was mit dir. Und irgendwann glaubst du so Dinge auch. So, und diese negativen Glaubenssätze und die Widerstände kann man natürlich auflösen. Erstmal muss man sie aber finden. Man muss sich Gedanken, man muss sie aufschreiben und dann gibt es natürlich Wege, wie man sie auflöst. Ich habe auch was in dem Buch dazu geschrieben und in dem Training macht man das natürlich auch ganz intensiv. Gewisse Techniken. Genau. Ja. Selbstvertrauen, ja. Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst. Dann geht es natürlich darum, auch mal deine Stärken zu analysieren, deine Fähigkeiten. Und wir haben es gerade beim Raufweg ja schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwo ein Talent hat. Und vielleicht ist es gar nicht das, was er im Moment glaubt, was es ist. Es geht ja nicht immer nur um das Riesentalent, sondern wirklich auch dranbleiben ist ja ganz wichtig. Es gibt eine Geschichte, wie viel Wahrheitsgehalt dran ist, weiß ich nicht, aber die wird erzählt, dass bei einem Tennissichtungsturnier ein 12-jähriger Junge gespielt hat und der wurde beobachtet und dieser Scout hat schon nach kurzer Zeit eben hingeschrieben, nicht ausreichend talentiert. Er hat aber das Spiel noch ein bisschen weiter verfolgt und der Junge ist jedem Ball hinterher. Der hat keinen Ball verloren gegeben, die aussichtslosesten Bälle und ist dann sogar den Ball hinterhergesprungen und hat den noch erreicht und rübergebracht und hat am Ende das Spiel gewonnen. Und eine halbe Stunde später hat dieser Talentscout eben reingeschrieben in seinen Bogen, förderungswürdig. Und dieser Junge soll Boris Becker gewesen sein. Und was aus dem dann geworden ist, wissen wir alle. Ja. Und es gibt sicher welche, die viel mehr Talent haben, aber nicht den Biss. Es muss nicht immer der gerade Weg sein, wenn ich dann eben plötzlich feststelle, okay, das ist es doch nicht. Ich sage auch ausprobieren. Durchaus ausprobieren. Ich habe ja auch viel ausprobiert. Ja, das ist ja das Wichtige im Leben, die Dinge auszuprobieren und für sich festzustellen. Vielleicht sagt man, ich möchte Fußballprofi werden, aber dann zu hinterfragen, ja, was ist denn das, was mir da besonders gefällt. Genau, ganz und dann wichtig. Merkt man vielleicht, es ist ja doch etwas, was vielleicht in Verbindung damit steht, aber doch was anderes. Genau. Ja. Der fünfte Schritt dann, die Leidenschaft finden. Also okay. Ob du es gewusst hättest. Ein bisschen neugierig müssen wir die Leute schon machen, deswegen, wir gehen noch nicht allzu viel auf die anderen Themen ein. Ja. Die soll ja auch das Buch lesen, das muss man auch dazu sagen. Ja, genau. Menschen, die einfach die Dinge mit Leidenschaft machen, dann merkt man einfach, genauso wie bei Referenten, wenn du einen Impulsgeber hast, und da schaue ich ja auch extrem drauf, dann bevorzuge ich zum Beispiel die das nicht so inszeniert machen oder ich sag mal, die authentisch bleiben und wo man einfach spürt, da fließt die Energie ganz anders und die bewegen auch wirklich ganz besonders Dinge. Auf jeden Fall. Also Leidenschaft und Begeisterung, das ist ja eben, das sind die zwei Eigenschaften, also gerade Begeisterung. Ja. Wenn du ein Unternehmen hast und du hast Mitarbeiter, die einfach für etwas brennen oder Mitunternehmer sind,
Das ist ja das, worauf man, wo die meisten Ausschau halten nach den richtigen Leuten für den Intim. Das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Und absolut. Dann, aber es sind auch die Unternehmen natürlich gefordert, die Freiheiten den Leuten zu geben, dass sie wirklich ihre Begeisterung und Leidenschaft auch ausleben können. Da wird leider auch ganz viel eingebremst. Ja. Genau. Das ist oft genug erlebt und das ist natürlich sehr schade, weil dann die Begeisterung halt bei vielen das Feuer leider dann halt ein bisschen kleiner wird. Und ich glaube, Unternehmen werden es in der Zukunft auch nicht ganz so leicht haben, ihre guten Leute erstens zu bekommen und dann auch zu halten. Ja. Sehe ich ganz genauso. Also wenn man heute gute Leute bekommen will, dann musst du als Unternehmen auch was anbieten. Ja. Also es ist nicht mehr so, dass die Türen eingerannt werden, sondern die guten Leute, die können sich inzwischen wirklich aussuchen. Definitiv. Und deswegen muss man da schon sehr innovativ sein und alles dafür tun, dass man mit so welchen Leuten in der Zukunft auch was Großes schaffen kann. Ja. Sehe ich ganz genauso an. Jochen, ich finde es toll, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir so ein bisschen reinschnuppern können in deine Welt. Danke, dass du hier mit mir auf dem Berg bist. Ja, ich sag danke. Wir sind heute so einer der wärmsten Tage, glaube ich, soll es werden. Es war schön im Schwitzen. Es war warm rauf, ja. Genau, aber jetzt werden wir noch ein bisschen unser Gläschen Wasser genießen und dann wieder runtersteigen. In diesem Sinne werde ich unten wieder verlinken. Details zum Jochen Lileike, wie man ihn findet, und sobald Details zu seinem Buch erscheinen, werde ich das natürlich auch nach außen kommunizieren. Sehr gerne, ja. Ich hoffe, dass diese Worte, diese Inspiration, die du den Leuten mit auf den Weg gibst, so ein bisschen so einen kleinen Anschluss gibt, auch zu hinterfragen, ob sie ihre Berufung tatsächlich leben. Würde mich sehr freuen und ich wünsche allen, dass sie da hinkommen, denn das ist eben meine Berufung, möglichst vielen Menschen zu helfen, ihre Berufung zu finden. Super. Danke dir, Jochen. Danke auch.